Gut, sehen wir uns an, wie du beim Texteditor die Einstellungen so ändern kannst, damit nachher Webseiten abgespeichert werden können. Zuerst auf Textedit Einstellung gehen. Dann beim Format auf reiner Text umschalten. Danach öffnest du Öffnen und Sichern, diesen Tab hier oben, und wählst hier HTML-Dateien als HTML-Code anstelle von formatiertem Text anzeigen. Ebenfalls auf dieser Seite noch beim Sichern von Dateien das Suffix von TXT an neuen Textdateien anhängen, abwählen. Nicht auf Standard klicken hier unten, sonst wird alles wieder zurückgesetzt. Zumachen, einmal eine neue Seite eröffnen, dort zum Beispiel mal Demo-Webseite hineinspeichern, hineinkopieren und bei Sichern diese auf index.html auf den Desktop speichern. Wenn du jetzt diese Seite im Browser öffnest, sollte diese als Webseite angezeigt werden. Ich wünsche viel Erfolg beim Ausprobieren.